Der Synchro-Ski-World Cup machte 2010 zum ersten Mal auch Halt in Bad Znaun auf der Rennpiste im Skigebiet in Kappel. Beim Synchro-Ski gehen jeweils zwei Teams mit zwei Fahrern gleichzeitig an den Start und messen sich auf identischen Slalom-Parcours. Bewertet wird dabei nicht nur die Zeit, sondern auch die Synchronität der Fahrer. Am Ende gewinnt also nicht unbedingt das schnellste Team. Also generell kommt schon die Zeitfaktor, spielt schon auch eine große Rolle. Es sind 25% von der Gesamtpunktezahl und 75% ist die Synchronität. Also wie das Team harmoniert, wie sie den Wechsel fahren und wie sie gleichmäßige Bewegungen durchführen. Am Start auch einige Damenteams, die sich beim Synchro-Ski in einer gemeinsamen Klasse mit den Herren messen. Geschenkt wird den Damen aber natürlich nichts. Ein Vorteil ist ganz sicher nicht. Also bis zum letzten Rennen waren wir überhaupt das einzige Damenteam. Und diesmal ist ein zweites Damenteam noch dabei. Aber wir werden genauso gleich gewertet wie die Herren eigentlich. Dass die beiden mit den Herren locker mithalten können, beweist der überraschende Platz 6 für das für England startende Damenteam. Damit dürften die beiden wohl ebenso zufrieden sein wie die Bad Znauner Lokalmatadoren Michael Winkler und Thomas Jehle, die nur knapp den Sprung aufs Podest verpassten und als heiße Anwärter auf den Titel Rookies of the Year gelten. Es sei viele Mulder gewesen und das war brutal schwierig zum Fahren, den Rhythmus zu halten. Ich fahre vorne, er ist hinter mir, er kann das besser beurteilen, wie es war. Nein, wir sind sehr zufrieden, heuer das erste Jahr dabei. Bisping haben wir den 6. Platz gemacht, das am Nauen war nicht so, aber jetzt heute 4. sind wir super zufrieden. Den Sieg machten aber die Leader im Gesamtweltcup untereinander aus. Die Schweizer Pirmin und André Riesen gewannen vor den Weltmeistern Hans-Peter Steiner und Horst-Simon Lehner. Ich glaube, es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Erstmals da in Kappel und wir können uns da, glaube ich, von unserer guten Seite präsentieren. Mit Laser- und Demo-Shows, einem Feuerwerk und der After-Race-Party in der neu errichteten Sunny Mountain Eisbar wurde aber auch abseits der Strecke viel geboten. Und wer weiß, vielleicht gibt es schon im nächsten Jahr ein Wiedersehen. Ja, ist ein sehr interessanter Hang. Auch wenn man das Feedback von den Läufern hört, speziell nach der Schanze, sehr, sehr schwieriger Wechsel gewesen. Also es war eine sehr große Herausforderung für die Fahrer und wir hoffen, dass wir da nächstes Jahr wieder sein können. Hallo, wir sind die Rangers. Hallo, wir sind die Team Rangers und ihr schaut. Hallo, wir sind die Rangers und ihr schaut Top Destination TV.